Mario hier. Willkommen wieder beim Zusammenschrauben vom Trabi. Wollt ihr mal was sehen? Ausgabe 10. Wenn unser alter Erich das hätte noch erleben können. Hier ist er. Und ja, ich muss euch sagen, mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken, wenn der mir immer zu den Nacken guckt. Ja, also wie gesagt, Ausgabe 10 soll heute Thema sein. Es verschlägt mir die Sprache. Und hier haben wir auch die Tüte, das Kapé. Dieses ist hier aus der Abo-Lieferung, weil Ausgabe 10 kommt Mittwoch erst in den Zeitschriftenhandel. Hier haben wir dann noch ein Abo-Geschenk. Ja, wollte ich euch mal zeigen. Hatte ich schon mal bei, habe ich vergessen, war das? Ne, bei dem Bismarck nicht, beim Jeep, ne? Gab es auch schon mal so eins. Und das kommt in die Verlosekiste. Da wird sich hoffentlich irgendwann jemand freuen. Ich hatte eben eine Blitzidee, aber an den ich eben gedacht habe, der hat auch so einen schönen Schrubenträger. Und deswegen braucht er das dann nicht. Also wie gesagt, das kommt dann in die Verlosekiste. Lass sie auch so eingepackt. So, dann gucken wir mal, dass wir hier das Paket aufgeschnitten kriegen. Das ist etwas dicker, das Ganze. So, das dickliche Paket haben wir schon raus. Das dickliche Paket sitzt hier. Und hier kommen dann weitere Teile und die Pappe. Ich habe doch mal vor einiger Zeit erwähnt, auf diesen Kärtchen kann man ja gar nicht sehen, welche Ausgabe das ist. Da kam dann ein Tipp, dass man das hinten sehen kann. Ja, aber trotzdem ist es nicht so schön. Ne, hier hinten drauf steht am Ende eine kleine 10. Und ja, das ist dann die Ausgabe 10. Gut, hier haben wir die Teile. Müssen natürlich hier noch ein bisschen auspacken. Und zwar bekommen wir Radkasten vorne links, Radkasten vorne rechts, Motorraumseitenteil links und Motorraumseitenteil rechts sowie 5 DM-Schrauben. Sowie folgende Schrauben: 5 DM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wollen wir Brille nehmen? Also da hat sich einer mächtig verzählt oder der wollte Feierabend haben und hat sich gedacht, ich packe mal ein paar mehr rein. Also hier sind 8 Stück drin. Ich wollte gerade sagen, wer eine DM-Schraube braucht, soll er Bescheid sagen, ich schicke ihm sie nicht. Weil davon haben wir mittlerweile alle viel genug. Bei einem anderen Video wurde ich gefragt, ich glaube beim Bismarck-Video, ob ich die Schrauben alle sortiert aufhebe. Ich hebe sie alle auf, aber ich sortiere sie nicht. Weil letztendlich, wenn man nochmal eine Ersatzschraube braucht, dann hat man meistens die gleich dabei. Und ansonsten, ja, ich habe sie alle noch. Und dann, falls was ist, ja, muss man eben einen Augenblick länger suchen. Aber ich fange jetzt nicht an, das alles zu sortieren. Ich habe damit mal angefangen beim DeLorean, aber letztendlich, ja, das braucht man. Man braucht es nicht. Werden wir mal vielleicht irgendwann, ich habe mal gesehen im Fernsehen in Berlin einen Laden, ein Geschäft, wo man alte Schrauben und so und alles sowas hinbringen kann und die gucken, welche noch zu gebrauchen sind und dann sortieren sie die und dann kann man die für günstig Geld wieder erwerben, quasi. Habe ich mal im Fernsehen gesehen, glaube bei ProSieben. Gut, wir gucken uns an, wie gesagt, welche Teile wir bekommen. Das sind hier diese Radkästen, ne? Von der Innenseite, die man im Motorraum oder im Kofferraum sieht, schön himmelblau. Und hier, wo das Rad nachher läuft, schön schwarz. Das haben wir zweimal und jedes Mal ist das auch vernünftig markiert. Hier zum Beispiel L, könnte man gar nicht so richtig identifizieren. Und hier haben wir das R wie rechts. So, und dann eben diese Seitenteile für den Motorraum. Auch hier einmal rechts und hier einmal links. Die sind aus Plastik.
Ja, ich würde sagen, ihr kommt gleich mal ran, dann basteln wir los. Ich habe hier einmal schon mal so durchgeschaut, das Heft, das ist mir alles zu alt, wie dann aus DKW IFA wurde. Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wer MIFA fährt, fährt nie verkehrt, weil Fahrräder von MIFA überhaupt nicht fährt. Klar sind so eine alten Autos schön und vielleicht, wenn es ein paar Oldtimer-Treffen gibt, kann man sich die noch anschauen. Aber da liegt nicht so mein Interesse. Das Einzige, was hier ist, was geschrieben steht, Fahrschule in der DDR. Da kann ich natürlich auch was zu reden. Natürlich waren wir alle in der GST. Was ist die GST? Gesellschaft für Sport und Technik. Ja, man könnte auch sagen, uns wurde da sehr viel interessant gemacht in Form von, ja, ihr könnt das hier sehen. Das sieht so ein bisschen nach Uniform aus und genau so lief das im Normalfall auch ab. Wir waren wir nennen das mal die Kinderarmee. Und zwar ging das auch schon in der 8. Klasse ging das schon los, wo wir dann eine Jugendweihe hatten, wo wir dann im Kreise der Erwachsenen aufgenommen wurden. Wir wurden aber nicht wie Erwachsene behandelt. Und da hatten wir Zivilverteidigung, das nannte sich dann ZV-Lager. Da haben wir dann so ein bisschen Sturmbahn gemacht und wir wurden kaserniert quasi. Ne? Also Ferienlager mit Befehlston quasi. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon mit 14 war. Also auf jeden Fall hat man ja, mit Kompass geübt und alles so ein Schnulli. Nicht, gut, gab es woanders auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auch mit 14 war oder erst später. Wir durften mit der kleinen Kalaschnikow schießen, mit der KKMP 69. Und ihr glaubt nicht, also wer damit daneben schießt, ja, weiß ich nicht, der hat ein Problem. Weil da kann man nicht mit daneben schießen. Das ist der blanke Wahnsinn, wie genau man... Ja, und da hat man uns das dann natürlich schon alles ja, interessant gemacht, sagen wir mal so. Ne? Also ich komme irgendwann auch noch mal später noch dazu. Das gibt noch ein paar Anekdoten. Das glaubt kein Mensch, wenn er das nicht miterlebt hätte. Gut, auf jeden Fall konnte man bei der Gesellschaft für Sport und Technik einen Führerschein machen. Für Motorrad zum Beispiel. Ich meine, das hat 60 Mark gekostet. Das war auch bei 4,20 Mark Stundenlohn schweinegünstig. Und ja, alle wollten das. Kamen natürlich nicht alle ran. Es gab nachher später auch vor militärische Ausbildung für Militärkraftfahrer. Auch die wurden bevorzugt behandelt, was LKW-Führerschein angeht, soweit wie ich das noch weiß. Und ja, wie gesagt, für mich kam das eigentlich nicht in Frage. Ich bin echt froh gewesen, dass die Wende kam. Gut, ja, dann geht's hier. Osteuropäische Autos, den Polski Fiat. Gibt es ja immer noch, ne? Sebastian von Defner Motors baut gerade ein Polski Fiat, aber den kleinen. Das war auch früher oft lustig, die zu sehen. Ich glaube, die sind vom Innenraum noch kleiner als der Trabi. Und die Dinger waren vollgepackt, die auf den Dächern. Naja, es gab eben auch noch welche, denen es noch wirklich schlechter ging wie uns. Gut, und dann haben wir hier Vorschau auf Ausgabe 11. Schön, schön. Ne, ich zeige euch das. Die neuen Bauteile für die Instrumententafel mit Tacho-Anzeige, mit Azerbaijan. Darf ich das sagen oder wird das Video jetzt gesperrt? Weil, ist das patentiert? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Er hat immer gesagt, Azerbaijan. So, ne? Hier, die Teile werden dann nächstes Mal kommen. Ich habe Sabbelwasser getrunken, das habt ihr gemerkt. Ihr kommt trotzdem einmal mal dichter und wir gucken mal, also viel zu schrauben, denke ich mal, wird es nicht sein, wenn hier 5 Schrauben geliefert werden. Brauchen wir nur 4 Schrauben? Ich weiß es nicht. Na, mal gucken, das sehen wir gleich. Also legen wir los. Nun geht das wirklich los. Wir wollen schrauben. Als erstes nehmen wir beide Teile gekennzeichnet mit L. Den linken Radkasten und die linke Motorraumabdeckung. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich muss gucken nochmal nach. Motorraumseitenteil.
Nicht Abdeckung, Seitenteil. So, und zwar legen wir uns das Ganze so hin. Nee. So. Und dann kommt das Teil so hier rüber. Aha, muss ich eigentlich so rum zeigen, damit ihr das sehen könnt. Hier ist ja Nupsi dran mit einem Schraubloch hier. Hier gucken zwei hoch und da kommt das genau rüber und wird mit einer DM-Schraube verschraubt. Wenn man dann das Loch trifft, quasi, eigentlich habe ich ja, nicht eigentlich, ich habe Zielwasser getrunken. DM heißt, wir schrauben ins Metall, wir schrauben durch Plastik ins Metall. So, sie ist wieder etwas störrisch. Wird nicht richtig fest, wir nehmen mal die nächste. Mal gucken, die sind alle gleich. Manchmal, wenn ich mir jetzt die Teile alle so angucke, bin ich mir wirklich noch nicht im Klaren. Sollte ich den zweiten Trabi, was ja irgendwann mal später kommt, wirklich die Farbe ändern. Meine Fresse, das wird, Entschuldigung, meine Güte, das wird ein Haufen Arbeit, diese, also alle Teile, die Farbe zu entfernen. Ja, ich denke mal, so geht das. Ja, und das Gleiche. Nur spiegelverkehrt passiert dann mit der rechten Seite. Mario, red nicht so geschwollen. Die Mädels und die Jungs verstehen die auch so. Ne? So, das ging um einiges besser. Nun kommt die vierte Schraube. Vier haben wir noch. Also wenn ich jetzt hier wirklich vier Ersatzschrauben gekriegt habe, das ist ja der Wahnsinn. Also die untere Seite, ihr seht wirklich, die geht nicht richtig fest. Also da drehen wir nochmal zurück und wieder rein. Nein, ich kaufe mir keinen Gewindebohrer oder Gewindeschneider. Das funktioniert immer alles so. Bei meinen anderen Autos. Das war's? Nee, jetzt, das ist nicht euer Ernst. Das war's schon. Das finde ich jetzt. Ich habe gedacht. Ja, gut, ich habe die Bauanleitung noch nicht weiter studiert. Aber ich habe gedacht, dass wir die hier schon anbauen. Na, hier. Dafür wären jetzt ja noch zwei. Aber ich weiß nicht, kommen hier DM-Schrauben rein? Man würde ja passen. Aber ich, na gut, dann kriegt man, aber das hätte jetzt gut ausgesehen, ne? Nein, wir machen das nicht vorher. Nicht, wer weiß, wir leiern die Gewinde aus und dann funktioniert das nachher nicht. Das geht nicht. So, ich finde das ja schön, dass ihr mit angeschaut habt, Ausgabe 10 und die vorderen Radkästen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich vorhin auch vordere Radkästen gesagt habe. Ich meine, ich habe ja hier vorne abgelesen und habe, ja, da habe ich gesagt, Radkasten vorne links und Radkasten vorne rechts. Also die vorderen Radkästen haben wir jetzt mit den Motorraumseitenteilen verbunden. Ja, so sieht das Ganze aus. Sieht schön aus. Wie gesagt. Ich kann das eigentlich immer nur wiederholen. Die Verarbeitung finde ich gut. Gibt immer welche, die was zu meckern haben. Ich habe hier nichts zu meckern. Ich habe da Spaß dran. Und ja, ich habe mir noch was bestellt. Im elektronischen Kaufhaus. Und zwar, ja, das habe ich noch nicht hier. Ich gebe nur so einen kleinen Tipp. Es geht darum. Mehr sage ich nicht. Weil mehr kann ich noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich das
hinkriege. So, jetzt könnte man ja eigentlich mal, nicht eigentlich, aber man könnte doch mal spaßenshalber, nur um mal zu schauen, wie das aussieht. So, ihr seht das besser wie ich. Ich gucke mir das nachher später an. Das gefällt. Das gefällt. Und es sieht ein bisschen, ja, unterdimensioniert aus. Gibt es ein Wort unterdimensioniert? Man sagt ja auch überdimensioniert. Gibt es auch ein Wort unterdimensioniert? Aber die Trabi-Räder, die waren, mehr waren die nicht. Mehr waren die nicht. Wir haben nicht auf großen Fuß gelebt und auch nicht auf großen Fuß gefahren. Nicht so wie heute. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde gleich noch ein bisschen Sappelwasser trinken. Ob ich noch weiter was bastel, weiß ich noch nicht. Ich bin gerade im Rausch. Nee, ach Tacho, das mache ich morgen. Aber das Video kommt dann später. Auf jeden Fall, also ne, dieses mit die Instrumententafel. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht, es geht immer weiter vorwärts. Schaut wieder rein, auch auf meine anderen Projekte. Da gibt's, ja, das vorletzte Video ist auch nicht so schlecht, wie ich finde. Da leuchtet eine Menge. Alle, die das andere Auto sich zwischendurch mal antun, wissen, wovon ich rede. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in. Doch, heute musste der nochmal sein. Tschüss.